Alter, was geht ab, Leute? Wir haben hier auf dem Weg zum Sea Day. Der fängt in 10 Minuten an. Ja, schauen wir mal, was heute so geht. Begeisterung war ja dafür nicht so krass. Aber dafür gibt es was. Oh mein Gott, wo geht's lang? Was anderes Klasses. Und zwar, warte, ist das der richtige Weg? Ich glaube, ich bin auf der falschen Seite ausgestiegen. Nochmal zurück, Leute. Auf jeden Fall gibt es was krasses Neues, und zwar wurden zwei neue Pokémon entdeckt. Einmal ist es Kecleon und einmal ist es ein brandneues Pokémon, das letztens im Code entdeckt wurde von Krails. Und möglicherweise ist es aus der Gen 8 so eine Werbeaktion für die Let's Go Spiele. Wer weiß. Auf jeden Fall sind beide Pokémon gesichtet worden, aber beide Pokémon entwickeln sich noch einfach so zu Ditto. Ich habe ein Video dazu gemacht, aber es gibt dazu nicht allzu viele Informationen. Ja, aber jetzt erstmal auf zum Sea Day. Okay, wir sind angekommen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Dadurch, dass es heute ein bisschen ruhiger ist, können wir mal was machen und so ein bisschen die Statistik beobachten. So. Zwar habe ich gefangen 85 Endivier und gesehen 117. Mal schauen, wie es dann am Ende des Sea Days so aussieht. EP können wir auch verfolgen, weil das ist ja dreifache EP mit Glücksseite sechsfach. 107.062.960 und vielleicht noch gefangen 140.000 Euder habe ich jetzt geknackt. 140.018. Ja, mit dieser Statistik gehe ich in den Seeder jetzt. Und diesen, oh warte, nee. Lieber das Kleinstein. Den gibt es ja als Shiny. Shiny Check. Oh. Shiny Check. Oh mein Gott. Fail. Shiny Check. Und nein. Okay, es ist 11:01. Erste Runde Shiny Check für euch. Eigentlich habe ich nie Glück. Die kommen eigentlich immer irgendwann. Okay. Heute bin ich irgendwie nicht so zielsicher. Auf jeden Fall wollte ich sagen, ich habe eigentlich nie Glück am Anfang. Die kommen eigentlich eher so nach der ersten Stunde. Aber wir können mal schauen. So. Und irgendwo da hinten habe ich noch einen, genau. Check. Leider nichts. Oh ja, Glücksei. Glücksei nicht vergessen. Und los. Und das Modul hier können wir auch zünden. Wenn die benachrichtigt. Ja, okay. Und los geht's. Alter, ist echt kaum was los. Aber ich habe mein erstes Shiny. Ja, kriegt noch die goldene Berge. So. Sieht doch gar nicht so schlimm aus, wie die meisten gemeint hatten. Dass es halt vertrocknet und so aussieht. So. IV-Check. Wir sind 7 Minuten im Sea Day. 11:07 ist es. Nur eine kurze Pause. Wir sind direkt wieder da mit noch einem. 2 Minuten später. 11:09 ist es. Hoffentlich hat der bessere IV. So, und IV-Check. Also er ist ziemlich low. Oh, warte mal. Das erinnert mich an was. IV-Check, ah, ist schon besser. Wir haben noch einen. Den habe ich ja auf Max gepusht. Number. Wo ist er denn? Genau. Den wollte ich jetzt erst entwickeln. Aber bereits auf Max gepusht, aber jetzt entwickeln für die Attacke halt. So, kann man direkt gleich am Anfang des Videos machen. Glücksseil läuft ja eh. Auch wenn ich in letzter Zeit ohne Glücksei viel entwickle. So. Max Meganie mit der CD-Attacke. Bam. 227. Frenzy Plant. Okay, es ist 11:18. Wann hatten wir den letzten? 11:09, glaube ich. Ja, vor 10 Minuten ungefähr. 9 Minuten. Shiny Endivier Nummer 3. Hab ein bisschen gefarmt bisher. Nichts allzu Besonderes. Bisschen mit dem Kleinen. Glücksei an und dann auch noch ein paar Freunde auf die zweite Stufe gebracht. Das ist so die zweite Welle an Freunden. So, IV-Check. Ah, naja. Der Kleine hat nicht so viele Glücksseier, der kann nicht einfach 3 Stunden 6 Glücksseier durchzünden. Aber ein bisschen gönne ich ihn dem auch noch. Aber mehr zum Kleinen wahrscheinlich irgendwann mal, separat oder am Ende ein bisschen kurz was. Der hat ja gestern ein krasses Mewtwo gefangen. Mehr dazu auch demnächst. So, wir gönnen uns mal einen Galaxy Raid. Ist hier und zufällig endlich mal genug Leute.
Der erste Galaxo möglicherweise für den Kleinen. Und schaut mal, wen wir hier gefunden haben. Ein alter Hallo, Kollege. Miteinander. Ungelogen, gestern hat sogar einer nach dir gefragt. Echt? Ja. Also im Stream hat einer gefragt, ob der Riyad noch spielt. Ah, war das einer, den ich kenne? Max von Boom oder so? Oder? Nein, nein, nein. Ach, der Max. Max von Boom. Treibt sich ja irgendwo in Amerika rum. Echt? Ja. Ah. Schickt mir da immer seine amerikanischen Eier. Ja. Möchtest du mal tippen für mich? Achso, ja klar. Danke. Schaffen wir das so. Ja, ja, safe. Okay. Das nennt man Teamwork. Wir sind ja alle gelb hier. Ja, 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 alle gelb. So perfekt. Ja. Und wie geht's deiner wachsenden Community? 23.000, ne? Neulich mal geschaut wieder. Sie wächst. Wir wachsen. Ich war noch unter den, ich glaube, vor 1,5 war es, als ich dich abonniert habe. Ja. Das war noch nach der Arena-Tour. Nach der Arena-Tour. Ja, und das war April 17. Ja, das waren gute Zeiten. Fan der ersten Stunde. Ja, Mann. Irgendwann kriege ich meinen Relaxo schon. Und geschafft, vielen Dank. So geht das. Ja, gerne. Und? 1917 ist da gut. 1917? Ah ne, Wetterbus hat der. Ich habe keine Ahnung, was Wetterbus 1917 ist. 1917 war die Schlacht von Skagerrak. Die einzige große Seeschlacht im Ersten Weltkrieg. Ja. Ging unentschieden aus. Geschichte, Lehramt. Ihr wisst Bescheid. Ja, ab so. Februar. Ja, Mann, im ersten Ball. Schlechter Wurf. Ich habe die falsche Werte genommen. Bist du Taurus? Ich habe einen Taurus gebrütet. Durch dieses Event jetzt. So geil. Da spekuliere ich nämlich drauf. Ich will unbedingt. Weil ich will Generation 1 endlich voll haben, Mann. Ja, so. 52 und? Minuten noch. Na, endlich. Bong, wärst du beim YouTube-Raid dabei? Ja, ich wäre bei allem dabei. Ganz Lichick. Ehrlich, NDV, mein Gott, da verpasst man einfach. Scheiß auf NDV. Oh, schade. Er hatte zwei Werte gesehen, aber leider strong nicht. Das andere. So, Shiny Nummer 4. Wir müssen uns führen, Leute. Ich weiß nicht, wo das Mewtwo ist. Achso, ich habe jetzt auch nur gefangen. Ich bin euch hinterher. Wie geil, wenn jeder läuft weiter. Du weißt Bescheid, du? Ja, ja. Okay, so. Nummer 4, schauen wir mal. Chris hat den Überblick. Hä? Dann sind wir aber nicht so intelligent aus dem Park ausgegangen. Ja. Ich glaube, wir sind den drei Jungs hinterhergelaufen. Ah ja, passt, da vorne schlecht. Alter, schon wieder schrecklich, schrecklich. Ja, auf zum Mewtwo. Sah doch solide aus. So. Sollte schnell fertig sein und dann geht's zurück. Wir spielen ein Spiel. Pokémon Go. Ich bin gerade was Besonderes. Aber wir sind sehr gut. Also es passt täglich mit. Immer so an die Menschen ansammeln. Alle gucken hier hin. Okay. Dann viel Spaß. Danke. Endlich. Schon mal die Bonbons für den vierten, den ich Max pushe. Aber noch habe ich keinen vierten. Nach langer Zeit habe ich auch mal wieder ein Shiny. Das ist eigentlich ziemlich ruhig, was Shiny angeht. Das ist allgemein heute ziemlich ruhig. Aber okay. So. Es sieht nur Juli und August 16. Genau, der Kollege hat noch keine 10 Lucky Pokémon. Das heißt, wir können uns ein paar Luckys hier ergeiern bei ihm. Scheiße, schaut nicht gut aus bei mir. Okay, noch ein Shiny haben wir hier. Ansonsten geht hier nicht so viel ab. Schauen wir mal, wie gut das ist. Und? Alter, die haben alle den schlechtesten Satz. Das ist der Wahnsinn. Okay, endlich mal wieder ein. Ich kann euch hier nur die zeigen, irgendwie habe ich nichts anderes. Hier so am Start. Zwecks Action.
So. Heavy Check. Alter, die haben alle den schlechtesten Satz, Mann. Okay, Endspurt, Leute. Letzte halbe Stunde. Ich habe hier noch einen Shiny. Und keine Pokebälle mehr. Der Kollege Gerhard ist schon abgehauen. Nachdem er seine Eier fertig gebrütet hat. Hat versucht, da noch einen Tauros rauszuziehen. Damit er da auch endlich fertig ist mit Gen 1 Pokédex. Hat aber leider nicht bekommen. Noch hat er Zeit bis zum Ende des Monats. IV-Check. Alter. Oh. Fast möglicherweise null, aber ja, wieder der schlechteste Satz. Zu heftig. Leute, wir haben heute Morgen darüber berichtet. Hier ist es. Live ist es hier. Das Schrauben-Pokémon-Dings mit den Fragezeichen. Bam. Alter, warte mal. Mach mal ein PR-Foto. Okay, Foto haben wir gemacht für Instagram, check das ab. Jetzt fangen wir den. Oh, der Kleine könnte das eigentlich auch fangen. Also das ist ja garantiert ein Ditto. Die Frage ist, kann das eigentlich auch fliehen jetzt? Oder das 100% fangen? Rate. Ah, das scheint wohl 100% zu sein. Oh. Oh. Ditto. Ah, cool. Richtig geil. Was auch immer das sein soll, Niantic. Aber Ditto kann ich auf jeden Fall noch gebrauchen. Also hoffentlich ist es noch da für den Kleinen. Okay, die letzten 5 Minuten laufen. Ich muss noch ein Shiny Andivia entwickeln. Dass dann wenigstens die CD-Attacke bekommt. War es der? Also ich habe einen, der ist really strong. Die anderen sind alle mit dem schlechtesten Satz. Really strong, okay. Egal. So. Jetzt haben wir ihn gefunden. Und Shiny Loblot. Ich hopp mich einfach mal hin. So. Shiny Loblot und Shiny Meganium für euch, Leute. Okay, der sieht schon ein bisschen ausgetrocknet aus. Bei Andive ging es noch. Da sah er ganz gut. Ganz cool aus. Ganz gut. Bayleaf. Meganium. So. Und. Ich habe noch in den Kommentaren, wie viele Shiny ihr gefangen habt. Ich habe, glaube ich, 6 oder 7. Aber wie gesagt, Update kommt noch. Fazit. So. Bam. Fancy Plant. Heider, Leute. Seedler ist vorbei. Und schaut mal auf Sightlings. Überall die Schraube. Heftig. Das sind eigentlich alles Dittos. Was ich eigentlich gebrauchen könnte für den Kleinen. Damit ich einen Lucky Ditto mir hole. Ja, hier. Ja, ich glaube, der Kleine muss noch mal ausgepackt werden. Und holt sich hier ein paar von denen hier. Heftig. So. Ditto C-Day. Sozusagen. Bam. So, wieder angekommen. Was für ein C-Day. Dieses mysteriöse Pokémon. Ich bin echt gespannt, was es genau sein wird. Aber mir egal. Ich habe die Dittos gerne mitgenommen. Ich habe mit dem Kleinen so viele gefangen, wie es geht. Damit ich mir ein Glücksditto ertauschen kann. Und C-Day war ganz okay. Mein Kleiner hat gar keinen einzigen Ball mehr. Richtig heftig. Ich bin später noch online live im Livestream. Und versuche mir da ein Glücks-Endivier zu tauschen. Und ja, red so über den ganzen Tag. Also schaut's vorbei. Und jetzt meine Ausbeute. So. EP. Haben wir jetzt 107.505.000. Ich habe 2 Ultra-Freunde bekommen. Also das waren nochmal 200.000. Sprich, ich habe 250.000 EP gemacht. Für 3 Stunden mal 6-fach EP. Ohne entwickeln ja gar nicht so viel. Hier die ganzen Ditto. So, gehen wir einfach auf Shiny. Shiny. 2, 8. 8 Shiny Andivia, einen zu Meganium entwickelt. Mein 100er Lorbel hat auch zu Meganium entwickelt für die neue Attacke. Der ist jetzt dann auch auf Max und. Oh, da ist er noch. Da ist er ja noch. Noch ein zum Abschluss fürs Video. So, nicht vergessen, das ist ein Ditto, das heißt, er ist ziemlich zickig
und schwer zu fangen. Und. Aha. Oh. Oh. Bam. Auf jeden Fall, das war's von mir. Schreibt unten in die Kommentare. Ah ja, wir können auch schauen, wie viele Liebe. Aber schreibt schon mal unten in die Kommentare, wie ihr den Ziel fandet und was ihr von dieser Aktion von Niantic haltet. Ist es ein Bug? Ist es absichtlich? Ist es eine Werbeaktion? Was ist da los? So. In die wir. 235 haben wir jetzt. Wir hatten um die 70 herum, also 180 gefangen. Und noch mehr nicht gefangen. So. Wie gesagt, noch kein Lucky, aber das ändert sich heute Abend hoffentlich noch. Aber das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Wie gesagt, schreibt unten in die Kommentare, wie ihr den Endivius Ziel fandet. Wie viele Shinies habt ihr gefangen? Und ansonsten folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.